Aus unserer berüchtigten Serie Top oder Flop geht's heute zu einem Fotorahmen. Ob der nun Top oder Flop ist, das werden wir erfahren. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr zum neuen Video eingeschaltet habt und aus so einer berüchtigten Serie Top oder Flop. Ich mache mir ja noch ein bisschen Spaß draus. Das ist ein riesengroßer Bilderrahmen. Unser Alter war schon, den haben wir in Rente geschickt, aber den möchte ich gerne mal mit euch anschauen. Ja, man weiß ja nie, was man so kriegt, und der war jetzt zum Testen mir zur Verfügung gestellt. Da gibt es natürlich bestimmt auch wieder Vor- und Nachteile, und die würde ich gerne heute mal mit euch betrachten. Und dann schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Ich fand ihn jetzt eigentlich wirklich sehr interessant, weil er Wireless LAN unterstützt und über das Handy kann man da Bilder rüberschicken und angeben, ja, wie das denn meistens so ist. Und den möchte ich jetzt mit euch mal in Angriff nehmen. Jetzt geht's ab zum Bilderrahmen. Check, viel Spaß beim Video. So, die Folie konnten wir hier relativ lösen. Manchmal bleibt das da untersteckt. Jetzt sind natürlich meine Fingerabdrücke drauf. Das müsst ihr verzeihen. So, wir kommen zu den Anschlüssen. Wir haben hier erstmal ein kleines Löchlein zum Reset. Dass wir ihn auf Null stellen können, da kann man dann mit einem kleinen Nagel, hätte ich jetzt schon fast gesagt, mit einer kleinen, wo man so die SIM-Karten mit rausnimmt, da müsste man damit reinkommen. Wir haben einen Micro-USB-Anschluss, konnte noch nicht rausfinden, wozu der gut ist. Mini-SD-Kartenleser und den DC-Anschluss. So, das Ganze wird dann hier mit dem Halter, also wir haben ja noch die Möglichkeit, das Ganze natürlich an die Wand zu hängen, ob nun so oder so rum als Bild. Finde ich jetzt nicht schlecht. Hier ist der Ein- und Ausschalter und das Eindrehen, das habe ich eben schon mal versucht. Das geht eigentlich, wenn man es richtig macht, dann haben wir den hier auch stehen. Recht groß. Wir werden das Ganze mal mit Strom versorgen. Und zur Bedienungsanleitung kommen wir auch noch mal. Da machen wir nur einen Blick drauf. Da muss ich mich jetzt wirklich durchkämpfen. Ein bisschen Englisch kann ich ja. Vor Android Change, hier haben wir noch mal eine App, die wir installieren können. Da soll der mit Wi-Fi fähig sein, also nicht richtig in Wi-Fi, sondern nur. Ja, das Ganze ist hier noch mal in Englisch. Also hier gehört wirklich eine deutsche Bedienungsanleitung. Ich glaube, der kostet jetzt derzeitig, wenn ich mich irre, 50 Euro. Das ist nicht gerade wenig. Ich schaue noch mal für euch nach. Ich glaube, um die 50 Euro hat der gehabt. Und da sollte man doch wirklich erwarten können, sogar 67, 73, das ist schon richtig heftig. Der kann Foto, Musik, Videoplayer, also der hat eine Auflösung von 1080 x 800 hochauflösende Fotos, intelligenter digitaler Bilderrahmen, teilen Sie Fotos, Videos und bla bla bla. Das kann der auch abspielen. Interner Speicher sind 32 GB und er kann eine Speicherkarte bis 128 GB vertragen. Da kriegt man schon ein paar tausend Fotos rauf. Das ist auch gar nicht so schlecht. Ne? Aber wie gesagt, die Produktbeschreibung hätte hier ein bisschen mehr sein sollen. Da gibt es Kalender, Alarmglock, Video, Breakpoint P, Slideshow, Time, Musik, USB, SD-Kartendrive. Gewicht hat der Nettogewicht 243 Kilo, also das kannst du dann, ich habe das mal auf der Waage gehabt, mit Netzer kommt er so brutto auf 500, na, ist schwarz, 5 Volt, 1,5 Ampere, Produktgröße sage ich euch auch, ja, das heißt wieder abgelesen, na klar lese ich das ab, ich bin alter Mann, 24,9 mal 07 mal 16,1, na, ist schon bekanntlich groß, aber hier wie gesagt, die Bedienungsanleitung, das ist echt übel, ey. Alter Schwede, na gut. Ich hoffe, dass mit Setting, das kann man hier auf das kann man auf Deutsch umstellen. Na, und das werden wir jetzt gleich mal anschließen hier. Ich verballer dem erstmal ein bisschen Strom. Na, was ich euch natürlich nicht, gut, ich muss doch mal gucken, ob ich da ein paar Fotos von mir, weil von den Kindern und so möchte ich natürlich da keine Fotos draufsetzen. Ein Akku ist, glaube ich, nicht drin, das können wir versuchen. Nein, da wird keiner drin sein. So. Okay, wir haben Saft und das Ganze startet. Mal ein bisschen. Fameo, komm, gib Gas.
Du bist ja langsamer als mein Rechner. So. Welcome. Never disconnect power. It's running. Wieso? Du hast doch Strom. Okay. Ich lasse ihn jetzt einfach mal laufen. Okay, der läuft. So, 14. März 23. Hahaha. Your frame is offline. Wir müssen ihn wirklich mit der App verbinden. Wir gehen mal in die Einstellung. Ich habe aber keinen Bock auf App. So, Friends, notwendig, Help, Slideshow. Ich werde mal ein paar Sachen einstellen. Mal auf Deutsch umstellen, das ist doch schon mal vorteilhaft. So, wo? Polski, Englisch. Ah, oh, fuck. Ich hasse es. Deutsch. So. Da hat er noch Zeit. Wir haben heute den 23. Ne, haben wir nicht, ne? 23. Und dann haben wir den. Ah ja, da haben wir. Wir müssen noch auf. Ich mache das mal mit euch zusammen hier. Juni. Na komm schon. August. Und den 27. Okay, das haben wir schon mal hin. Zeitzone ist US, die müssen wir auch umstellen. Das ist, hier haben wir Hawaii, haben wir auch nicht. South America. Wo ist es denn? Kanada. Da haben wir es auf Amsterdam und Berlin. Rome. Erste Woche einstellen. Die Woche beginnt mit Montag. 24 Stunden verwenden, das haben wir schon mal gemacht. Und hier können wir den Namen des Rahmens auch noch geben. Ich mache einfach mal Darkies World. Das P reagiert so recht. Na, Daki, so, ist schon spät. So, das haben wir dann hier. WLAN, was sagt er denn zu WLAN? Signalstärke, wie bitte? Ich darf hier, warte auf WLAN scannen. Ich kann den mit dem WLAN verbinden. Okay, das müssen wir wohl erstmal machen. Ja, man kann hier noch den optimierten Sleep-Modus einstellen, aber das interessiert mich jetzt eigentlich herzlich wenig. Galerie, Fotos, Fotos verbergen, Galerie, Rahmen anpassen, Neuigkeiten. So, dann gehen wir irgendwo mal eine Speicherkarte. Wollen wir mal gucken, ob er jetzt hier gleich einen auf Stress macht. Na gut, dazu muss ich mal rausziehen. Ich habe da mal was raufgefahren. Warum nicht? Eigentlich solltest du eine Micro-USB finden. Geht denn nur so rum oder so rum? Ja, so rum. Alter. Was ich geschafft habe, die Fotos vom der SD-Karte erstmal auf dem intern zu speichern, weil die SD-Karte, da weiß ich nicht, ob er das nicht wollte, er nicht abspülen, sagt, da ist nichts, aber das muss man herausfinden. Wie gesagt, durch die schlechte Bedienungsanleitung. Was ihr einstellen soll in der Dia-Show, hier könnt ihr nochmal Anzeigedauer eintragen, Rahmen füllen, ne, hinter Fotografs, hier war zum Beispiel Fotos, nächste Reihenfolge, Videolautstärke, 10 Minuten automatische Stummschaltung. Das kann man dann nochmal einschalten oder ausschalten, wie man das will.
So, und hier Timer. Jedes Foto 10 Sekunden anzeigen. Das kann man echt ziemlich lange machen oder auch nicht. Na, ich habe jetzt mal ein paar Fotos draufgelegt, weil ich möchte nicht, dass hier von meiner Familie hier irgendwelche Fotos. Also sind alles Beispielfotos und. Und ein, zwei Fotos von mir, die zeige ich euch gerne, weil mich kennt ihr ja nun. Ne? Hintergrund des Rahmens, wir können das Ding auch drehen. Das heißt, egal wie ich es hinstelle, finde ich nicht schlecht. Haut das wieder in die richtige Richtung. So, wir gehen jetzt mal zurück. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, gut, er wechselt. Ich kriege eine kleine Diashow von der Eingangskamera. Also, er wechselt auf jeden Fall die Fotos. Das ist schon mal sehr praktisch, wenn man sich das eingestellt hat. Unsere Drohne. War auch cool. Muss ich, ja, die Tage fliege ich auch mal wieder. Wir können hier vorgehen. So Leute, das ist so meine erste Aufnahme. Kann ich aber nicht zuhören. Also es schwebt jetzt gerade momentan. GameStrix läuft da hinten, wie man mich sieht. Also man kann sich auch ein Video anzeigen lassen. So, na, man kann das natürlich auch weitermachen. Hier unsere Kirche. Ach, Weihnachten, Kindergeschenke. Also man kann das auch von Hand weitermachen. Wir gehen auch ab und zu mal mit meinem Sohn essen. Da waren wir bei mir. Wie heißt das? KFC waren wir da, genau. So, das Video wird ein bisschen länger. Wir werden mal den QR-Code hier einscannen. Die werden wir mal installieren. Ich zeige euch das noch mal. Vielleicht wird es dann ja besser. Jetzt nicht. Und die öffnen wir. Ich soll hier meinen Namen eingeben. Na gut, dann machen wir das mal da. Okay. Um die Fotos an Ihren Rahmen zu versenden, bitten Sie den QR-Code. Welchen QR-Code? Um Fotos an Ihren Rahmen zu versenden, fragen Sie bitte den Besitzer nach dem QR-Code. Mehr will ich überspringen, so will ich nicht. Zulassen. So, jetzt habe ich aber schon mal zumindest hier die Bilder, die ich über. Die kann ich jetzt rübersenden, meine Galerie, will ich aber nicht. So, man muss dann hier drauf drücken und müsste sich dann ein neuer Freund gefunden. Dazu müsste man dann diesen Code eingeben. Das kann ich aber natürlich nicht sagen, sonst sind mir hier schweinig Fotos drauf und da habe ich echt keine Böcke drauf. Ne? Aber ich kann das hier Freund hinzufügen. Reagieren, bla bla bla, Fotos verbergen. Also ich habe hier einen neuen Freund hinzugefügt für mich selbst und dann kann ich mir im Hintergrund erneut Fotos senden, nur wenn WLAN verfügbar ist, Netzwerk und kann die direkt hier drauf schicken per WLAN. Okay, gut. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen mich damit beschäftigen, aber Einstellungen in der App selber kann ich nicht machen. Das ist verbundener Rahmenverlauf, Einstellung. Wenn ich darauf gehe, kann ich mir nur Benachrichtigungseinstellung, bla bla bla. Also das Gerät selbst steuern, damit kann ich nicht. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Warum er den internen Speicher nicht findet, da werde ich mich jetzt noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Und dann werden wir mal gucken. Zumindest haben wir jetzt schon mal die ersten Fotos drauf. Das ist doch schon mal was. Warum er den internen nicht frisst, warum er die SD-Karte nicht frisst, ist mir hier noch schleierhaft. Aber okay. Gut. So, jetzt habe ich es auch rausgefunden. Nochmal kleines Upgrade. Man muss hier den internen Speicher erstmal anklicken. Das muss mal einem gesagt sein. Also, ne, den muss man nämlich erstmal einschalten. Sonst wird das hier nämlich nichts.
Und jetzt lösche ich mal die internen Fotos. Fotos löschen. Das mache ich jetzt mal. Und dann gucken wir, ob die vom Internet. Interne Karte habe ich jetzt gelöscht und jetzt macht er das auch. Man muss das erstmal das Häkchen machen. Gut, das haben wir soweit. Jetzt läuft das auch Ganze und jetzt können wir da ordentlich Bilder drauf klatschen. Und dann kommen wir jetzt zu meinem End-Review. Sieht so schon mal recht gut aus. Gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, und zum Negativen kommen wir noch. So, dann kommen wir gleich mal zu meiner Endbewertung. Wie gesagt, die App ist. Damit kann man nichts machen, außer die Bilder rüberschicken. Das ist eigentlich keine schlechte Angelegenheit. Man kann das teilen, der läuft im Wifi, läuft auch recht stabil. Das ist okay. Die Qualität und 10 Zoll ist super. Davon gibt es mal nichts dran zu maulen. Aber es hat auch seine Nachteile. Erstmal ist mir das Netzteilkabel zu kurz, dann hat in der Lieferung die Fernbedienung gefehlt. So was sollte eigentlich nicht vorkommen. Ne? Dann die englische Bedienungsanleitung ist der kalte Grausen. Geht gar nicht bei so einem Teil. Ne? Das ist schon mal klar. Und was ich gestern noch festgestellt habe, ist, wenn man den ausschaltet, das können wir gerne mal noch mal vor Ort machen. Ich lasse das hier in der Zeit mal laufen, während wir hier noch ein bisschen quatschen. Fährt der runter beim Ausschalten. Ich schalte ihn mal ein. Das muss ich nämlich machen. Dann lädt er auch. Drückt man auf Display auf runterfahren. Entweder bin ich zu blöde dazu oder weiß ich nicht. Das gibt einen Reboot und es gibt einen Ausschalten. Eigentlich sollte er auch ausschalten. Das macht er aber nicht. Der rebootet wieder. Warum auch immer. Das ist mir schleierhaft. Dann durch die mangelnde Bedienungsanleitung hat er natürlich nicht gleich von der SD-Karte gestartet. Aber gut, das muss man dann erstmal im Menü einfallen. Man kann das, so, jetzt kommen wir zum Positiven. Er hat wirklich eine super schöne Auflösung. Toll ist wirklich eigentlich, dass man die Bilder vom Handy rüberziehen kann. Die App, wie gesagt, hätte ich mir aber eher erwartet, dass da halt eben noch ein paar Einstellungen machen kann und. Von der Fernbedienung reden wir jetzt mal gar nicht. Die Auflösung der Bilder ist gut. Man kann Videos abspielen. Das ist nicht verkehrt. Finde ich auch recht gut. Und wenn man alles auf Deutsch umgestellt hat und sich durchs Menü gekämpft hat, dann ist das auch okay. Na? Ich warte mal jetzt. Der hat jetzt gerade hier 2 Monate, dann sagt er 1% okay. Na, also man muss sich da, ihr Rahmen ist nicht mit den Servern verbunden. Das heißt, okay. Da spinnt schon wieder die Internetverbindung rum. Das hatte ich gestern nicht. Ich kann hier in die Einstellung gehen. Fotos verwalten, WLAN. Er sagt verbunden. Okay. Das hat wohl etwas gedauert. Benachrichtigung, Wiederherstellung kann man machen, Fotos verwalten. So, ich schalte das Ding mal aus. Zeige euch das. Klick auf Ausschalten. Neustarten, Ausschalten, Ruhen. Ich drücke jetzt auf Ausschalten. Ausschalten wird heruntergefahren. Mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Nee. Seht ihr das? Das Scheißding bootet neu. Seht ihr das? Das dumme Ding bootet neu. Also es kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ein Softwarefehler. Das müsste mal abgeändert werden. Also ist schon Fameo heißt der. Wie gesagt, die Auflösung der Bilder haben wir ja gesehen, ist wirklich super. Da gibt es nichts dran zu malen. Das Ding kostet fast 70 Euro. Dafür müsste er. Das dürfte sowas nicht passieren. Wie gesagt, Ladekabel 1 Meter. 10 ungefähr. Und was ich wirklich schade finde, ich weiß nicht, normalerweise, hier ist noch ein zur Datenübertragung direkt drauf. Micro-USB ist heute auch nicht mehr zeitgemäß. Da hätten sie mal links
USB Typ C machen können. Ladekabel, Fehlanzeige. Also, weiß nicht. Na? Also ich musste jetzt hier wirklich den Stecker ziehen, um das Teil jetzt ausschalten zu können. Das ist natürlich unschön. Also, ich möchte den nicht so gerne weiterempfehlen. Ich packe ihn zwar in die Videobeschreibung, weil normalerweise wird der Lieferstand vollständig sein. Drauf auf eigene Gefahr. Aber von mir kriegt das Teil 3 Sterne. Na gut, die Bilder sind wirklich schön. Da gibt es nichts dran zu malen. Die Verarbeitung ist auch gut. Und man kann ihn aufhängen und man hat einen Ständer dabei. Das ist nochmal so das Grobe. Aber die Mankos, der dreht sich auch. Dementsprechend die Bilder, wie man das jetzt gerade hinhält. Ja, das macht er auch. Alles gut. Hier, ich kann das jetzt wenden. Das ist in Ordnung. Na, gut, man kann sich das alles einstellen. Ich packe euch den in die Videobeschreibung. Das ist ein sogenannter Amazon-Partner-Link. Darüber könnt ihr den bestellen. Da kriegt der Kanal eine kleine Provision. Das Ganze ist gekennzeichnet mit einen blauen Punkt und AMZ bei uns. Alles weiter steht in der Videobeschreibung. Wie gesagt, Kauf auf eigene Gefahr. So optisch sehr schön gemacht, wie gesagt, aber mehr als 3 Sterne kann ich Ihnen nicht geben. Jetzt habe ich den Strom abgezogen, jetzt ist auch gut so. Schön ist natürlich noch, man kann bis zu 128 GB hier noch eine Karte drauf fahren. Das kriegt man dann nicht voll, aber und der hat einen 16 GB internen Speicher, das reicht ja nicht aus. Das Foto rüberschicken hat auch funktioniert, das habe ich euch aber nicht gezeigt. Ja, das ist soweit. Aber ihr könnt ja mal selber in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Teil haltet. Na, würde mich mal interessieren, ob ihr das auch nicht so lustig findet. Ich kann mich an dieser Stelle fast nur noch verabschieden. Das nächste Video ist am Start. Und wenn es euch natürlich gefallen lassen hat, Daumen hoch und Abo dalassen für den kleinen Kanal. Ich sage an dieser Stelle tschüss, bye bye und bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dahin, euer Ducky, bye bye.